Steffen, wir sind heute mal wieder bei euch beim WHV und ich gucke gerade hier runter. Heute ist der Nachwuchs dran. Heute ist der Nachwuchs dran bis 16 Uhr und dann die Frauen. Okay, wir kommen aber auch aus einem bestimmten Grund, denn ihr begeht in der kommenden Woche ein Jubiläum. Und das ist natürlich jetzt schon in der Vorbereitung oder schon fast abgeschlossen. Ein Jubiläum, was steht an? 25 Jahre Förderverein, also unser Geldgeber für den Nachwuchs. Wir haben erst zwei Punktspiele hier am Samstag und dann einen Festakt von 13 bis 14 Uhr mit vielen Ehrungen und ich denke mal auch Scheckübergaben von Sponsoren und so. Dann ein Benefizspiel und dann spielen anschließend noch unsere Mannschaften und Sonntag dann sechs Nachwuchsspiele, alles, dass alle Mannschaften ein bisschen spielen können, feiern, beide Tage Kinderfest vor der Halle und gemütliches Beisammensein bis Abend 22 Uhr. Ja, dann sind wir natürlich mit vor Ort, das ist ganz klar, da werden wir auch da nochmal drüber reden. Aber so ganz kurz mal angerissen, du bist seit Anfang an hier dabei oder wie lange bist du hier im Verein? Also uns gibt es ja seit 1991, seitdem bin ich dabei, aber vorher schon bei Fortschritt war ich auch schon zwei, drei Jahre dabei. Und wie ist es damals zum Verein praktisch jetzt hier gekommen, dem Förderverein? Also der Verein ist aus der Armeemannschaft, ASV Vorwärts und Fortschritt Weißenfels gegründet. Und der Förderverein gründete sich dann 1999 und hatte das Ziel, halt einen Nachwuchs zu unterstützen. Und das passt super, weil die haben halt knapp 90.000 Euro bis jetzt reingesteckt im Verein. Wie viele Mitglieder sind denn oder wie viele sind denn so ehrenamtlich im Förderverein drin? Im Förderverein sind es Firmenmitglieder plus die Einzelmitglieder 27 im Moment. Ja. Ja. Wie kann man euch oder den Förderverein unterstützen? Also Mitglied werden, dann halt Firmenmitglieder bezahlen eine bestimmte Summe, das sieht man dann auf unserer Homepage. Oder Einzelmitglieder und haben dann ihren Beitrag, der liegt mit WHV-Mitgliedschaft bei 15 Euro, ansonsten bei 30 im Jahr. Ja, einfach melden bei uns oder beim Förderverein und Mitglied werden. Oder man kann auch einfach spenden an WHV und dann kriegt man halt eine Spendenquittung und dann passt das. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus, wenn ich jetzt hier so runterschaue? Wir haben im Moment 9 Mannschaften. Nächstes Jahr, so wie die Planung jetzt laufen, werden es wahrscheinlich 11 sein. Ja, also wir brauchen immer Spieler, aber ganz dringend auch noch so Übungsleiter, 2, 3. Und ansonsten sind wir eigentlich gut besetzt und zufrieden. Das hört sich gut an. Ich will dich nicht länger aufhalten. Wir sehen uns, wie gesagt, in der kommenden Woche. Aber eine Frage habe ich noch. Wie groß ist die Aufregung von nächster Woche? Ja, die ist wahnsinnig groß, weil wir hatten jetzt noch mal eine Sitzung und es gibt ja viel zu tun. Ja. Wir müssen von Freitag, Nachmittag bis spät abends und dann Samstag, wir müssen halt die ganzen Aufbauten machen, Vorbereitung. Dann muss von viel getragen werden nach unten. Muss man genau in der Woche noch mal gucken, wo was hinkommt. Dann musst du mit dem Wetter rechnen, Plan B. Aber ja, also es sind alle Trainer dabei, die dann hier arbeiten, dass das alles funktioniert. Es sind Eltern mit eingebunden, die Stände betreuen und so, die Versorgung, alles. Also es passt schon. Und ihr hofft auf viele Zuschauer? Wir hoffen auf viele Zuschauer, weil an der großen Brücke in Weißenfels und Zeitzer Straße oben im Kreise hängen große Plakate. Es sind viele Plakate so verteilt, Flyer. Also wir hoffen, die Halle aus dem Anlass zu füllen. Und die letzten Male bei Jubiläum hat es immer gepasst. Na, dann macht doch noch mal einen kurzen Aufruf für unsere Zuschauer. Ja, also Handballfreunde oder Nicht-Handballfreunde, kommt gerne in die Sporthalle West. Wir haben 25 Jahre von unserem Geldgeber für den Nachwuchs und machen das Kinderfest beide Tage und viel drumherum. Und wir brauchen dringend eine volle Halle, um das Jubiläum zu feiern. Super, danke.